So, dann guck mal, was hinter der Tür ist. Klack. Oh, da geht's runter. Ist das schon verzeichnet? Ja, also da ist eine Treppe nach unten, da ist eine Treppe nach oben. Um ein wenig die Übersicht zu behalten. Hier kamen wir rein. Da kommen wir normal aber nicht zurück, höchstens mit dem Transversalis. Da ist ein Kohlebecken. Was war hier? War da so ein Gesicht? Na gut. Und hier ist dann eine Verbindung zu dem Gang zurück. Das ist ja auch interessant. Wozu ist dieser Korridor? Also ja, es macht den Weg von hier unten nach da oben ein wenig kürzer, aber... Sieht mir eher wie irgendeine Kombination aus. Das anzünden, das auslassen und irgendwo geht was auf. Auf jeden Fall im Auge behalten, die drei. Aber gut, wir gehen noch nicht runter. Wir gehen jetzt erstmal durch die Tür da durch und schauen mal, was in diesem großen Raum da drin ist. Südlich, da. Knack. Ich hoffe mal, die drei halten noch eine Weile. Es wäre ärgerlich, wenn wir zurück müssten. Also ja, Talana geht auch immer, aber die Astralenergie hätte ich ganz gerne in petto, falls wir irgendwas Garstiges treffen. So, vorsichtig. Noch ein Kohlebecken. Ein großer leerer Raum. In der Ecke liegen verrostete Geräte und Werkzeuge. Wollt ihr die Geräte durchsuchen? Ja. Wir finden eine Hacke. Dietriche, die kommen mit. Ein Zunderkästchen dürften wir haben. Fackeln haben wir aber keine. Wir haben zwar Talanas Stab, aber ist er nicht heiß genug für irgendwas hier drin. Oder ein Rätsel braucht genau eine Fackel. Also nehmen wir die auch nochmal mit. Drei Stück. So, der Rest kann erstmal hier bleiben. Auf der anderen Seite vielleicht auch noch so ein Stapel. An der Wand stehen vergammelte Spitzhacken und Schaufeln. Auf dem Boden liegen allerhand verrostete Krempel. Einiges von dem Zeug macht den Eindruck, als wäre es noch zu etwas zu gebrauchen. Wollt euch den Krempel genauer anschauen? Ja. Eine Kette? Also Schaufel, Brecheisen, Hammer und Seil müssten wir haben. Aber eine Kette haben wir nicht. Vielleicht gehört die zu irgendeinem Mechanismus hier drin. Die nehmen wir auch mal mit. Und gucken wir uns auch gleich mal an. Wenn Gwendolyn denn die Kette hat. Ne, hier ist total überladen. Fackel, Schlafsack. Da ist die Kette. Dies ist eine Kette. 50 Unzen. Die Kette kann nicht benutzt werden. Okay. Also, wir haben eine Kette gefunden. Irgendwo eine Maschine, wo man das anbringen könnte. Terek ist auf irgendwas Spitzes getreten. Sein Fuß schmerzt. Gwendolyn untersucht die Wunde. Halb so schlimm. Es blutet nicht einmal. Hast du einen Schadenspunkt genommen? Zwei. Also wenn es bluten würde, würde ich es gleich verarzten lassen von Yallen. Nicht, dass das irgendwie verrostet war. Was war denn das für ein spitzes Ding? Da liegt nichts auf dem Boden? Ja, anscheinend nicht, sonst hätte irgendjemand jetzt geschrien oder was gefunden. Okay. Im Westen kommen wir her. Osten. Genau, Osten ist noch eine Tür. Und dann werden wir langsam anfangen müssen, die Rätsel hier zu lösen. Um weiterzukommen. Also wahrscheinlich zuerst mal dieses Feuerpulver ausprobieren. Klick. Ah, Quellen schafft es nicht. Klick. Ah, na also. Aber scheint schon recht anspruchsvoll zu sein hier, die Schlösser. Normalerweise hat Quellen hier gar keine Probleme mehr. Hatte ja auch schon genug Übungen. Und was haben wir hier? Eine Nische mit irgendwas drin? Eine Nische mit nichts drin? Der Altar ist direkt aus dem Fels gehauen und da fest mit der Umgebung verbunden.
Links und rechts sind flache Mulden in die Oberflächen gemeißelt. In die rechte liegen ein paar Silber- und Goldmünzen und die linke ist leer. Wir können Münzen nehmen oder Münzen opfern. Wir haben 7 Dukaten. Spenden wir mal 10 Silbertaler. So. Dafür, dass wir schon in seinen Tempel eingedrungen sind, können wir wenigstens ein paar Münzen da lassen. Also, dafür, dass wir in seinen Tempel eingedrungen sind, mehrere Kraftgürtel mitgenommen haben und... Ja. Aber das ist alles für den Salamanderstein. Da können wir noch bestimmt die Kette benutzen, oder? Gucken wir mal. Wollt ihr den Hammer bewegen oder den Amboss untersuchen? Erstmal den Amboss untersuchen. Abgesehen von seiner enormen Größe könnt ihr in dem Amboss nichts Besonderes erkennen. Okay, Hammer bewegen. Der Hammer lässt sich selbst mit euren vereinten Kräften nicht in Bewegung setzen. Wo ist die Kette? Kette benutzen. Kette kann nicht benutzt werden. Also das Ding scheint wohl funktionsfähig zu sein, nur muss es irgendwo einen Schalter geben. Oh. Oder muss genug spenden. Das wäre jetzt nicht so schön. Wir haben ja nur recht begrenzte Mittel. Behalten wir sie auf jeden Fall im Hinterkopf. Karte. Und da geht es ja auch noch weiter. Also hier oben spenden. Da unten ist die Maschine. Und wieder überall Kohlebecken. Oh. Hallo? Das Relief ist ein riesiges, in Stein gehauenes Bildnis des Schmiedegottes Ingerim. Die Konturen sind grob strukturiert, aber präzise gearbeitet. In der Mitte des Reliefs ist eine Runeneinschrift in das Bildnis eingearbeitet. Zu beiden Seiten des Reliefs sind verschiedene hohe Fackelhalter in den Fels gemeißelt, in denen Pechfackeln stecken. Wollt ihr das Relief untersuchen, die Runen untersuchen, die Fackeln entzünden? Na, erstmal untersuchen wir die Reliefs. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass selbst die glatt erscheinenden Flächen äußerst frei strukturiert sind, als seien sie aus dem Stein gewoben und nicht gemeißelt worden. Gute Zwergenhandwerkskunst also. Was sagen die Runen? Die Runen erinnern euch an die Schriftzeichen auf dem Pergament, das ihr zuvor bei dem Skelett gefunden habt. Talana kramt umständlich das Pergament hervor. Tatsächlich, die Runen auf dem Pergament und an der Wand sind identisch. Das hilft uns jetzt aber nicht, sie zu übersetzen, oder wie? Talana? Kein Rezept. Runendokument. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Ingerim, nimm das Feuerlicht und begleite unsere Schicht. Denn dem Schmied der Schmiede nun wollen wir das Tagwerk tun. Nur des Gottes Hammerschlag ende unseren Arbeitstag. Des Gottes Hammerschlag ist bestimmt der Hammer hier. So groß wie der ist, macht er bestimmt einen Heidenlärm. Gut, um Schichtende einzuläuten. Also müssen wir das Ding bewegen, damit irgendwo eine Tür aufgeht, um die angeblichen Schichtarbeiter rauszulassen. Oder die neuen rein, je nachdem. Was war das hier? Das war Lowang, okay. Wollen wir die Fackel mal anzünden? Okay, probieren wir es. Als ihr eine der Fackeln ansteckt, lodern plötzlich die übrigen Fackeln auch auf. Ihr bemerkt, dass ein matt-orangefarbener Schimmer auf den Augen des Ingrim-Bildnisses entsteht, dessen Intensität beinahe unmerklich zunimmt, bis euch der Schmiedegott schließlich aus lava-funkelnden Augen anblickt. Irgendwo aus der Tiefe ist leise ein rasselndes Geräusch, begleitendes Rumpeln zu vernehmen. Er ist echt heller geworden. Rasselndes Rumpeln. Hammer? Hammer bewegen? Ja. Das heißt, irgendwo ist jetzt irgendwas aufgegangen. Sowas ist immer gut. War es hier in der Mitte schon vorher durchgängig? Ah, sieht so aus. Da kamen wir rein. Ja, da kamen wir rein. Es
gibt nicht wirklich viel Platz, wo was aufgehen könnte. Gucken wir mal ganz kurz in die Mitte, um die Karte zu Ende aufzudecken. Vielleicht da, wo Chirik sich den Fuß gestupst hat? Ja, er hat sich den Fuß gestupst. Er ist in irgendwas ganz Scharfes reingetreten. Nochmal was spenden? Ne, das ist noch die alte Nachricht. Probieren wir mal das Ding jetzt anzuzünden. Wir wollen das Becken untersuchen. Das Metall ist euch völlig unbekannt und das Becken ist wesentlich schwerer, als ihr vermutlich habt. Aber mit vereinten Kräften könnten wir es verschieben. Wollt ihr es versuchen? Nein. Wir wollen die Kohle anzünden. Gewöhnliche verbrannte Holzkohle. Nach mehreren Minuten habt ihr alle schwarze Finger, aber nichts entdeckt. Schauen wir uns erstmal so nochmal um. Und wenn wir nicht irgendwo eine Wand verschwinden sehen, die, wo vorher eine war, fangen wir an, die Kohlebecken zu verrücken. Aber wenn da schon irgendein Zwergenmechanismus ist, der irgendwas aufgemacht hat, dann wird das nicht hinter dem Kohlebecken sein. Dann wäre das Becken schon von alleine weggeschoben worden durch irgendeinen Mechanismus. Was ist mit dem Gesicht hier? Bist du jetzt vielleicht gesprächig? Zweifelsohne ein solides Kunstwerk. Das wäre ein guter Kandidat gewesen für Geheimgang. Na gut, schieben wir dich mal weg. Ja. Beim Verrücken des Kohlebeckens hat sich Tirik die Finger eingeklemmt. Ihr schiebt das Becken beiseite. An der Stelle, wo das Becken zuvor gestanden hat, zeichnet sich ein Fleck hell gegenüber dem übrigen Gestein ab. Glennon untersucht den Fleck eingehend, kann nichts Besonderes erkennen. Noch einmal bemüht ihr eure Kräfte, dann steht das Becken wieder da, wo es hingehört. So kann man sich natürlich auch eine Animation sparen. Das heißt, da war ein heller Fleck drunter, aber wahrscheinlich einfach nur, weil da sich kein Staub ablagern konnte. Haben wir ja bloß noch 12 Kohlebecken oder so, die wir untersuchen können. Obwohl, so viele sind das gar nicht, oder? Wir hatten hier draußen welche, aber da kommen wir eh nicht mehr ran. Wir haben da oben 1, 4, 6, 8 Stück. 10 Stück. Oh, es ist machbar. Gehen wir erstmal bei dem, wo die Truhen waren, hin. Hier. Wollt ihr es beiseite schieben? Ja. Gwendolyn klemmt sich die Finger ein. Wir finden wieder einen hellen Fleck. Entdecken nichts Besonderes und schieben es zurück. Oh gut. Rechts an der Wand lang. Kohlebecken. Gwendolyn klemmt sich die Finger. Heller Fleck. Nichts Besonderes. Zurück. Keiner klemmt sich die Finger. Heller Fleck. Nichts Besonderes. Wieder zurück. Nummer 3. Jalen klemmt sich die Finger. Heller Fleck. Nichts Besonderes. Wieder zurück. Kann man hier vielleicht die Kohle anzünden? Nein. Noch mehr schwarze Finger. Können wir mal das Feuerpulver benutzen vielleicht hier? Das Feuerpulver ist zu nass und zu alt. Wer hat die Zunderbüchse? Tirik? Tirik. Zunderkästchen benutzen. Tirik hat keinen Gegenstand, den man anzünden könnte. Okay, das lässt sich ändern. Fackel. Obwohl ich eigentlich gerne hätte die Kohle da vorne angezündet, aber na gut. Gegenstand benutzen. Tirik entzündet die Fackel. Zack. Gegenstand benutzen. Na dann mal sehen, was sie verbrennen möchten. sehr charmant. Nein, eigentlich wollte ich nichts ver... Oh oh. Ich glaube, ich speichere mal kurz ab und danach benutzen wir mal die Fackel mit dem Feuerpulver. Aber ich habe irgendwie einen üblen Verdacht und es wäre schade, wenn ich mir dadurch den Spielstand vergeige. So, du dahin. Dumm die Dumm. Und abspeichern. Neu. Ja. LP 071. Und wir sehen uns gleich hoffentlich nicht so explosiv wieder.